Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online, dem Jäger-Let's Play mit mir, dem Michael, auch bekannt als Doda oder Dodaka. Und willkommen in Dodas wunderbarer Welt der Spiele. Und frohes Neues! Also zumindest jetzt, wo ich die Folge aufnehme, ist gerade mal 3 Tage her, dass wir ein neues Jahr hatten. Und die letzte Aufnahme ist allerdings von Anfang November letzten Jahres. Also ist schon wieder eine Ecke her. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier wieder irgendwelche Sachen vergesse oder wie ging das jetzt nochmal? Passiert über so einen Zeitraum einfach. So, wir gucken erstmal. Automatische Aufgabe. War mal. Ist, glaube ich, nicht mehr. Dann haben wir hier ein paar Sachen, die wir einsammeln und mitnehmen. Hubala. Das Interface hat sich ja auch schon wieder verabschiedet. So, so. Was haben wir hier? Zutatenbündel, goldenes Wintergeschenk, vorbereiteter... Okay, Corgi-Begleiter. Nochmal ein anderer Corgi oder wie? Okay. Gut. Den haben wir jetzt nur dazu bekommen. Hier oben irgendwie dazu gekommen? Nee, ne? Naja, wir machen auf jeden Fall weiter. Und zwar mit Kapitel 10.3, Gute Nachbarschaft. Die Zeiten entlang des Anduin sind in den letzten Monaten sehr hart gewesen. Nicht nur für mein Volk. Die Bewohner der Täler werden schon seit längerer Zeit von Orks, Bilwissen und Trollen bedrängt, aber die Angriffe häufen sich in letzter Zeit. Wir konnten sie gemeinsam mit dem Waldvolk zurückschlagen, was uns das Waldvolk näher zusammengebracht hat. Was uns und das Waldvolk näher zusammengebracht hat. Gute Zäune machen gute Nachbarn, hat mein Vater immer gesagt. Ich würde das noch um und geteilte Entbehrung ebenso erweitern. Ihr dürft im Beorninger Hus bleiben, weil ich es euch gestatte, Dodaka, und das bedeutet, dass ihr meinen Anweisungen Folge leisten solltet. Ich möchte, dass ihr nach Hultwis reist, dem Dorf des Waldvolkes am östlichen Rand des Holzhangs, und die Bewohner unterstützt, so gut ihr könnt. Sie müssen sich ebenfalls den Gefahren der Täler des Anduin stellen. Aber sie sind nicht so zäh wie mein Volk und werden eure Hilfe brauchen. Und haltet auf dem Weg nach Hultwis bei der Festung Wegbar an und holt die Abgabe ab, die Gultek dort gesammelt hat. Bringt sie mir, wenn ihr den Leuten von Hultwiss geholfen habt. Dann habt ihr eure Pflichten erfüllt. Hultwiss. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da doch mal hin. Beziehungsweise gucken wir erstmal an, wo das ist. Das ist. Ist das da? Ja. Bei den Wolfshöhlen. Da können wir bestimmt auch hinreiten, oder? Wegbar war das. Ja, in Wegbar. Ich würde sagen, wir machen da eine normale Reise hin. Wir können noch ein bisschen die Landschaft und die Optik genießen. Und ja, ich bin mal gespannt, was dieses Jahr so bringt. 2024. Wir sind jetzt schon seit... Wann habe ich mit dem Let's Play angefangen? Ich glaube 15. Kann das sein? Gibt es das Let's Play nächstes Jahr schon 10 Jahre? Nee. Oder? Was, 15 oder 16? Muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ja. Und wie man sieht, wir sind immer noch nicht fertig. Also ja, wir haben den Ring vernichtet. Dann haben wir auch eine längere Pause gemacht. Das muss man halt auch einkalkulieren. Aber ansonsten bin ich sehr happy, dass der ein oder andere doch so lange dabei geblieben ist oder beziehungsweise noch dabei ist. So müsste man eigentlich sagen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr da so dem Let's Play beziehungsweise auch mir die Treue haltet. Das freut mich sehr. Und ja, mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Also wir sind ja gerade mal bei einem Bruchteil dem Schwarzen Buch von Mordor, so heißt das. Ich muss kurz überlegen, wie das jetzt nochmal heißt. Ja, und wir müssen ja auch wieder zurück nach Mordor. Das kommt ja auch noch. Aber das dauert noch ein bisschen. Dürfte wahrscheinlich hier nach den Tälern dann
Soweit sein. Ah, die sind vage, okay. Ich glaube, über die Brücke da vorne kann man nicht mehr reisen. Das wird wahrscheinlich schwierig. Schwierig bis unmöglich. Bin gut, dass noch ein Weg dahinter lang geht. Wobei, es ist das automatische Pferd. Wer weiß, welche Reise das annimmt. Guck mal, altes Elbenpergament. Das können wir jetzt leider... Naja. Auch das erzählt wahrscheinlich wieder einige Hintergrundgeschichten. Kleines Rinnsal. Das ist ja jetzt aktuell auch ziemlich krass bei den ganzen Regenfällen. Gibt hier bei mir in der Ecke ein paar Flüsschen. Das ist wirklich normalerweise auch nichts anderes als irgendwelche Rinnsale. Die dann doch zu krassen Wasserfällen werden. Also was heißt krass, aber schon so, dass man sagt, ja, das ist ein Wasserfall. Und kein Rinnsal. Also, ja. Aber ich bin hier im obersten Stock des Hauses eigentlich gut aufgehoben. Hoffe ich zumindest. Sind wir einmal außen rum geritten. Können Sie die zerstörte Brücke angucken, die alte Furt. Wolfshöhlen, da sind wir jetzt. Hört man auch direkt. Oh, guck mal, hier wird es aber neblig. Hui, hui, hui. Muss ich die Nebelscheinwerfer einschalten? Schießt ja fast die Hand vor Augen nicht mehr. Was ist denn da los? Weg, Barbie Orninger. Guck mal an. Aber wir sind fast da. Da oben sehe ich doch schon ein Türmchen, auch wenn es sich fast im Nebel versteckt. So, da sind wir nun. Gultek, mit dem sollen wir reden. Ich frag mich nur, warum die ganzen Sprecher nichts mehr sagen. Habe ich das irgendwie ausgeschaltet? Ne, Sprachlautstärke ist an. Oder ist hier der Ton vergessen worden? Das wäre eigentlich auch komisch. Manchmal hilft das ja, wenn ich hier die Sachen so aus und wieder anmache. Was führt euch nach Vekba, Fremder? Von dieser Wachfestung aus überwachen wir Reisende und Händler, die über den Fluss und die Berge kommen. Zwerge und Menschen behelligen wir nicht weiter, solange sie die Gebühr bezahlen. Orks und Waage haben diese Möglichkeit nicht, denn wir vertreiben sie mit Schwert und Klauen oder schlagen sie gleich. Ihr erklärt ihm, dass Grimbeorn euch geschickt hat, um die Abgaben abzuholen, die hier gesammelt wurden. Gultek muss dadurch misstrauisch. Ich hätte gestern schon ins Björningerhaus zurückkehren sollen, das ist richtig, aber ich musste mich um einen Überfalltrupp von Bilwissen kümmern. Deshalb bin ich noch nicht aufgebrochen. Woher soll ich wissen, dass ich euch Grimbeorn tatsächlich, geschickt hat und ich euch trauen kann? Vielleicht seid ihr ja nur ein Bandit, der uns das Geld stehlen möchte, das wir gesammelt haben. Gultek starrt euch einen Moment lang an, gibt dann aber nach. Der Krieg ist vorbei, aber die Erinnerungen an die Kämpfe sind noch frisch und es streifen noch immer Feinde umher. Ich vertraue darauf, dass ich euch Grimbeorn geschickt hat. Sollte ich herausfinden, dass ihr doch ein Bandit seid, werdet ihr diese Täuschung noch bereuen. Allerdings nicht sehr lange. Habt ihr verstanden? Er gibt euch einen kleinen Beutel. Ihr solltet jetzt weiter nach Hultwiss. Alles klar. Hultwiss ist dann da drüben. Also gerade wieder zurückreiten. Und dann da zum Holzhang. Durch das Tal. Okay, ist beides da. Naja, dann würde ich sagen, reden alle nicht mehr. Also, irgendwas ist kaputt. Und ich weiß nicht was. Ich
Ach, warte mal. Okay, da gibt's neue Soundsachen. Tonwiedergabe, Generic Software. Und es geht jetzt Open AL, ist das Open AL Soft? Okay. Da habe ich ganz Set genommen. Okay, Musik im Kampf deaktivieren kann man auch jetzt machen. Voice-Over bei NSCs. Wenn aktiviert, wird bei einem mit farbigem Text ein dazugehöriges Voice-Over abgespielt. Okay. Ja. Wenn nicht? Was ist das denn wieder Neues? Bin ich ja mal gespannt. Also das nächste Mal, dass uns irgendwer was vorliest. Also, oder hier so länger irgendwas erzählt. Wir müssen nach Huldwisser. Ja, da reiten wir jetzt auch einfach mal so hin. Würde ich jetzt sagen. Auch da kann man nochmal ein bisschen die Landschaft genießen. Das ist ja witzig. Das muss ich mir, glaube ich, dann mal näher angucken, was denn da jetzt Neues dazugekommen. An Audio-Optionen. Das habe ich irgendwie, das ist irgendwie an mir vorbeigezogen, dass es da ein Update gab in dieser Richtung. Muss ich mich mal auf die Suche machen. Vielleicht finde ich ja heraus, worum es da ging. Ja, werde ich mich mal erkundigen, wenn ich hier die kleine Aufnahmesession beendet habe. Jetzt sind wir hier wieder an der alten Furt. Da ist die Brücke. Und irgendwo in da vorne doch dann. Oh, guck mal. Ein umherwandernder Huan. Sieht auch sehr gruselig aus. Das ist ja lustig. Da müsste man ja fast echt nochmal durchs ganze Spiel gehen. Und gucken, wo sagen sie jetzt auf einmal was. Und das ist ja lustig. Muss ich mir, glaube ich, echt mal angucken. Falls es uns nicht hier auch noch live begegnet. Sagen wir mal so. Naja, ich wollte gerade schon gucken, wann sind wir denn da, aber wir sind schon da. Huldwiss. Ihr seid im Dorf Huldwiss angekommen. Adalfon nickt euch zum Gruß zu. Willkommen in Huldwiss, dem Dorf des Waldvolkes. Mein Volk hat im Lauf der Jahre viel erdulden müssen, aber ganz gleich, was kommt, wir halten durch und geben niemals auf. Als die Oxymauer niederbrannten, bauten wir sie wieder auf. Als Waage durch unsere Straßen schlichen, scheuchten wir sie aus dem Dorf. So war das Leben in Huldwiss schon immer. Aber in den letzten Wochen hat sich etwas verändert. Ich weiß nicht was und die Dorfältesten ebenfalls nicht, aber die Orks und Bilwisse des Nebelgebirges rahmen in solchen Massen auch aus ihren Löchern, wie wir es seit 100 Jahren nicht erlebt hatten. Die Kämpfe waren erbittert und sowohl mein Volk als auch die Bärenmenschen erlitten schwere, schmerzliche Verluste. Grimbeorn und einige seiner Krieger konnten an der alten Furt endlich den Sieg erringen, aber niemand wusste, ob noch ein zweiter Angriff folgen würde. Erst als ein großer Adler im Süden am Himmel erschien und das Ende des Kriegs verkündete, wagten wir es zu hoffen, das Schlimmste überstanden zu haben. Die Kämpfe mögen vorbei sein, aber wir müssen unser Dorf neu aufbauen und Speisekammern auffüllen.
wenn ihr Ork-Nachzügler bezwingt und Flanken von den Waldhirschen am Holzhang für unseren Koch Wehrenmund sammelt, würdet ihr uns damit sehr weiterhelfen, wir stünden in eurer Schuld. Okay. Ja, also vorrangig hier. In der Ecke. Aber irgendwie auch nicht. Schauen wir mal. Können wir zumindest noch ein bisschen kämpfen? Ne, wir gehen mal in die Richtung. Da ist zum einen ein Ring und zum anderen sammelt Waldhirschflanken am Holzhang. Ja. Doch. Ja. Mal, die Blätter hier sehen auch besser aus als noch vor einiger Zeit. Also, so nah vielleicht nicht, aber so aus der Ferne würde ich sagen, das sieht doch schon besser aus. So, umher. Da ist noch so ein Baum wieder. Das brauche ich alles nicht. Das hier brauche ich. Wildhirschkuh. Bezwinger der Tiere und Insekten der Täler. Okay. Will ich zwar eigentlich gar nicht sein, aber gut, das muss, ne? Was greift mich denn da jetzt wieder an? Oh, ich weiß noch, in den Mückenwassermooren, aber ganz am Anfang vom Spiel. Im Auenland, da waren die Dinger ja echt ätzend. So, wo sind denn jetzt hier die Orks? Hallo? Da. Ne, das ist ein Warg, aber... zählt er vielleicht trotzdem? Plünderer. Haben wir doch schon mal einen. Irgendwas hier oben, weil sonst wäre da kein Ring. Aber was? Ja, scheinbar eine gute Stelle. Weil hier ist auch gleich ein Waldhirsch. Zack. Noch so ein Krieger. So einer. Na, muss ich denn hier? Gut.
Fehlt noch einer. Phil Zulmok. Okay. Deswegen ist der Ring hier vermutlich. Todesser? Nee, Todesseher. So, ich dachte schon. Moment mal, Todesser? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Bin ich doch in einem Harry Potter MMO gelandet? Das wäre ja mal was Neues. Da, wir suchen jetzt noch einen Hirsch. Einen Hirsch? Nee. Hm. Da. So, dann kommen wir auch schon wieder zurück. Ist nicht weit, aber wir hüpfen mal hier rein und dann sind wir auch schon da. So, ihr seid keiner unserer Jäger, aber die Stücke, die ihr mir gebracht habt, übertreffen in der Qualität fast alles, was sie uns bringen. War das nur Anfängerglück oder habt ihr schon in anderen Landen gejagt und die Waldhirsche des Holzhangs sind nur eine weitere Beute für euch? Wie dem auch sei, das war gute Arbeit. Ihr seid in Hultwiss mehr als willkommen, denn hier gibt es viel zu tun. Hört euch ein wenig um und ihr werdet feststellen, dass es mehr als genug Aufgaben gibt. Aber es ist auch bei unseren Jägern nach einer erfolgreichen Jagd nicht gleich wieder aufzubrechen. Da will ich das auch nicht von euch verlangen. Ich werde es vielleicht salzen und vorbereiten. In der Zwischenzeit könnt ihr mit den Bewohnern des Dorfes sprechen und euch ihre Geschichten anhören. Ihr habt auf euren Reisen sicher schon viele Geschichten gehört, aber ich versichere euch, unsere sind einzigartig. In diesen Tälern findet sich hinter jedem Baum und unter jedem Stein eine Legende und angeblich soll man im Nebel sogar mythische Wesen finden können. Die Täler des Anduin sind von Magie durchströmt, Dodaka. Hört euch die Geschichten der Bewohner an, dann werdet ihr mir sicher beipflichten. Alles klar, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge oder in einem ganz anderen Video. Macht's gut, bis dann. Tschüss.